Nächstes Level bei Let's Play New Super Mario Brothers Wii Welt von 4. Mein Hasslevel dieser Welt. Die Farbblume brauche ich jetzt gerade nicht. Wir brauchen sowieso eine Eisblume. Denn die ist besser. Wir haben wieder so eine Gegneranzahl. Und bei 5 Gegnern oder mehr bleibt das Floß stehen und das ist blöd. Boom. So, der Anfang ist es noch nicht so schwer. Die dritte Starcoin, die ist ein bisschen doof. Ja, erste Starcoin, no problem. So, das war jetzt der Fall. Deswegen müssen wir immer mit der Eisblume jemanden einfrieren und dann mit dem Multikill machen. Und die Mini-Gumbas, die sind auch blöd. Die zählen nämlich auch als ein Gegner. Ja, das ist dumm. Multikill, fast ein One-Up sogar. Den Powerblock sollte ich noch mitnehmen. Und zwar um jetzt. Ja, da wo die Münzen waren, da kommt nämlich die Starcoin runter. Verpiss dich. Nee. Da kommt die Starcoin. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Das ist ja mega easy going. Okay, ja, ich war früher richtiger Noob, deswegen war das noch zu schwer für mich. Doch jetzt sieht das anders aus. Ja, okay. 99 Münzen, 99 One-Ups. Yeah. Und nach 2 Minuten ein Level durch. Oder 3? Ja, 2, 3 Minuten. Nice, so muss das. Jetzt geht's auch gleich schon mal zum Geisterhaus. Ich hoffe, das ist auch das Geisterhaus. Das ich meine, das ich will. Der Geist will uns wieder mobben. Ja, das ist sogar das Level mit den vielen Türen und es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Türen und in jeder ist eine Starcoin. Nach der Reihenfolge ist jeweils eine Starcoin. Also da ist jetzt die erste drin, glaube ich. Bei der zweiten Tür ist die zweite drin und so weiter. Und bei der Secret Exit Tür ist natürlich die dritte. Kann sein, dass da immer so ein so eine Lache kommt, wenn wenn ich ein Item bekomme aus dem Fragezeichenblock. Oder halt so eine Tür aktiviert, die eigentlich falsch ist. So ist die richtig. Ja. Aber hier war irgendwie gar keine Starcoin. Kann das sein? Ich glaube, ich gehe mal in die in das, was hier unten ist. Hey, nee, das kann nicht sein, dass da keine Starcoin drin ist. Ist da eine Starcoin drin? Wenn da die erste drin ist, dann haben wir es. Wenn da eine zweite drin ist und wenn da überhaupt eine drin ist. Dann müssen wir nochmal die Tür von vorher gehen. Aber doch, hier ist ein Starcoin, das weiß ich noch safe. Da nämlich. Ja. Wir müssen nochmal die erste Tür und dann nochmal alles überprüfen. Wir sind ja eigentlich da nur durchgerusht. Ich glaube, ich mache erst den normalen Exit mit den ersten zwei Starcoins und dann der dritte. Dann ist es auch nicht so schwer. Da ist ein Starcoin, ich weiß es doch. Weiß ist safe. Nee. Das ist fake alles.
Da muss eine Starcoin sein. Ach, man muss nur durchrennen, ja. Wusste ich's doch. Gut, dann können wir jetzt ins Ziel. Oder theoretisch könnten wir jetzt auch den Secret Exit machen, ne? Es spricht ja nichts dagegen. Lol, ne, das machen wir jetzt. Dann müssen wir nur noch durchrennen. Bis zum Schluss. Ja. Gut, dass ich weiß, wo der ist. Nee. Nee, als ob. Oh. Jetzt hab ich gesagt, ich bin da eingesperrt. Aber hier, hier war's. Da nehme ich durch und dann ist da eine Tür. Das sollte eigentlich theoretisch auch die dritte Starcoin sein. Aber diese Passage ist ein bisschen gefährlich. Auch nur ein bisschen. Wir sind nur auf Zeit und wir stehen hier auf Blöcken, die ausgehen können. Man kann nie genug Licht haben. Und nicht genug Tode. Wir hatten keinen Checkpoint, ne? Ja, war klar. War doch klar. Ich wusste, dass ich da sterbe. Den Block mitzunehmen war ein großer Fehler. Scheiße, jetzt haben wir in der Zeit verbraten ohne Ende. Das ist so dumm an Geisterhäusern. Die mobben mich ständig. Die sind eigentlich so einfach, aber... Ja, da ist der Secret Exit nicht einfach. Ich glaube, ich speichere lieber easy ab, mach kurz die erste, zweite Starcoin, gehe dann ins Ziel und dann ist Secret Exit, damit die zwei Starcoins gespeichert bleiben. So, erste. Dann gehen wir jetzt zur zweiten. Weil eigentlich will ich in diesem Part zur Welt 6 kommen. Aber wenn es hier so abgeht, dann bezweifle ich, dass es klappen wird. Das Floß lief so gut, aber das hier gar nicht. Ich bin eindeutig kein Freund von Geisterhäusern. So, jetzt gehen wir schnell ins Ziel. Wir rennen kurz durch. Hüpfen. Hüpfen. Immer nach rechts. Bis dahin. Dann sollte hier das Ziel sein. Kommt da auch noch was? Nur sowas. Nee, das ist Betrug. Einfach, dass da einfach so ein Geist auftaucht. Gut, dass es hier Lampen gibt. Oh, wir sind schon am Ziel. Nice! Gut, dann bleibt das hier nämlich gespeichert. Und die Feuerblume bleibt leider nicht gespeichert. Ich weiß immer noch nicht, was ich bringe in dem Geisterhaus. Nur Licht bringt die ein bisschen. Ja, wir haben noch 10 Minuten bis zur Welt 6. Das müsste klappen. Wenn wir es schnell ist, Secret Exit schaffen im First Try, dann muss es klappen. Weil dann kommt noch ein Luftlevel, das nicht so schwer ist, und dann Castle. So runter. Hüpfen. Hüpfen. Runter. Nee, nicht runter. Jetzt runter und nochmal runter und nach links. Komm schon, jetzt nehme ich den Block nicht mit und jetzt muss das klappen. Jetzt kann ich mich auch mit Wandsprüngen retten. Aber irgendwie ist das Zeitlimit viel zu kurz.
auch, wenn ich auf sie drauf gehe. Nee. Dritte Coin. Also. Es sieht's doch nicht beim Secret Exit. Oh Mann, scheiße, als ob die in so einer Tür ist. Na klar, das kann auch sein. Dieses Geisterhaus raubt mir doch nur Zeit, Alter. Nee, die schneide ich jetzt rein. Und am Anfang sage ich noch, in jeder Tür ist eine Starcoin. Warum folge ich mir da nicht? Sonst hätte ich jetzt viel Zeit gespart. Ja, ich wusste es. Nur weil in jedem Geisterhaus beim Secret Exit die dritte Starcoin ist und hier nicht, das verwirrt mich zu viel. Und jetzt sehen wir es auf der Karte wieder. Bis gleich. Natürlich habe ich die Feuerblume wieder verloren, aber egal, Welt 5-5. Das ist hier wieder ein bisschen chilligeres Level. Sollte eigentlich gut klappen und wenn nicht, dann reg ich mich auf. Als ob sie keinen Propeller hat. Ja, die machen voll coole Geräusche. So, ich muss doch wechseln. Boah. Eisblume? Not really jetzt. Und Kugelwillis. Ciao. Ciao. Nicht mein Gebiet. Okay, erstes Darkon haben wir. Wo auch immer diese Kugelwillis herkommen, das weiß ich nicht. Es würde mich aber irgendwie interessieren, wo die herkommen. Gut, dass ich den Block habe, mit dem kann ich schneller wechseln. Hier haben wir schon den Checkpoint, aber wo kommen die Kugelwillis her? Kommen aus der Luft oder was? Können die neuerdings fliegen? Okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wie man zum Powerblock kommt, aber den brauchen wir jetzt nicht. Oder? Oder? Nee. Nee, ich glaub nicht. Wo ist die zweite Starcoin? Ich will den Crap nicht nochmal machen. Okay. Gut, dann habe ich nichts verpasst, weil die dritte weiß ich nicht. Nee, ciao, ciao. Nee. Irgendwo, irgend so ein grünes Viech hat mal einen Powerblock. Da muss ich jetzt gut hingucken. Scheiße. Boah. So, ich muss warten. Ich weiß nämlich, wo die Münze runterkommt. Ja. Das war nämlich so ein Betrug. Die kommt nicht in der Mitte, sondern rechts raus. Das muss man beachten, weil sonst hat man verkackt. Ja, komm, ich mach den Part jetzt ein bisschen länger. Damit wir das Castle noch hinbekommen. Also pro Partner habe Welt, das sollte ich schon schaffen. Das wäre auch ganz okay, weil dann ist das Let's Play auch nicht so lang. Ab Welt 7, 8, das ist nicht mehr so einfach, aber... Ja, kämpfe ja gegen Piranha, schon ist schlimm. Darf ja auch mal einen längeren Part geben, oder? Und diese Gegner sind auch nicht. Nice, der bleibt stehen. Locken.
Und weitere 3 Pilze für mich. Ich finde das zwar ein bisschen OP, aber ja gut. Für Noobs wie mich braucht man das. Welt 5, großes Castle. Mann, was war das? Ich erkenne es gleich, wenn ich drin bin. Oh nee. Oh nee, da bin ich so oft gestorben beim letzten Mal, wo ich das Level gespielt habe. Das glaubt ihr nicht. Ich weiß nicht warum. Iggy will uns hier wieder mobben. Ja, das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir wieder passiert. Das ging irgendwie viel zu schnell runter. Das macht mich hier schon wieder aggro. Dieses Gas ist einfach nur so behindert für mich. Weil ich immer zu blöd dafür bin. Nee, kein Bock mehr. Jetzt gehen diese scheiß Arschlöcher-Dinger auch noch so hoch, ne? Als ob! Nee, ciao. Ich verlasse diesen Raum. Boah! Alter. Das ist mit dem Teil sogar knapp. Da ist glaube ich keine Starcoin drin, aber ich muss danach gucken, ne? Doch, da ist sogar eine Starcoin drin. Ja, genau. Hallo? Ja gut. Checkpoint, bitte, bitte. Alter! Boah! Dieser scheiß Iggy! Ja! Fuck, Alter! Alter Propeller, ich liebe dich! Ja, 2, Digga! Ist ja nicht schon genug, ne? Boah, ist es knapp! Nee, Job. Nee, ich muss hier raus. Ich habe hier gerade so mega Skill, ich weiß auch nicht. Boah! Wenn ich jetzt sterbe, nee, dann verlasse ich diesen Raum. Das war knapp. Das war richtig knapp, aber auch geskillt. Und so länger, viel länger wird der Part auch gar nicht. So, der Kettendraht. Damit könnt ihr raten, was mit dem Kettenhund passiert. So wie immer. Er wird größer. Aber ich finde, dass dieser Boss hier viel einfacher ist. Du Lappenkettenhund, ich hasse dich. Also! Nee. Nee. Ich sterbe. Nee. Nee, ich will jetzt hier nicht sterben. Nee. Sonst schneide ich. Nein. Du scheiß Wegskin, stirb! Okay. Ganz ruhig. Wir haben es hinter uns. Es war knapp. Ich wäre fast draufgegangen. Ich wäre fast richtig ausgeflippt. Sorry, dass ich kurz geschrien habe, aber... Nee, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommen wir endlich in Welt 6. Nach 10 Parts schon. Nice.
eine Star Continent 5 gefunden. Okay, und so sieht die Welt 6 aus. Das war's von mir. Haut rein. Lasst mir ein ganz gefallen hat. Und tschö. Morten.